Hallo, ich möchte Sie heute recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Linken mit der Parteivorsitzenden Janine Wissler. Sie wird über die Entlastungspakete sprechen, G7, über die Wahlen in Frankreich und Kolumbien und selbstverständlich über den anstehenden Parteitag der Linken. Ja, meine Damen und Herren, die Mehrheit der Bevölkerung ächzt unter den steigenden Preisen, die wir seit Wochen erleben, aktuell unter der Inflation, aber natürlich auch unter den steigenden Energiepreisen, unter den steigenden Mieten sind ja auch weitere Mieterhöhungen angekündigt worden und die bisherigen Entlastungspakete der Ampel reichen überhaupt nicht aus, um diese Belastungen auszugleichen. Sie sind sozial ungerecht. Der Tankrabatt beispielsweise, der nicht nach Bedürftigkeit, sondern nach Verbrauch des Autos geht und dann sich die Mineralölkonzerne auch noch größte Teile dieser Entlastung in die eigene Tasche stecken, statt sie weiterzugeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir brauchen dringend Entlastung und zwar auch für die, die bisher außen vor sind, nämlich die Rentnerinnen und Rentner, die Studierenden. Wir wissen, dass viele Studierende auch unterhalb der Armutsgrenze leben und die steigenden Preise werden für sie unbezahlbar. Deswegen brauchen wir ein weiteres Entlastungspaket und die Linke schlägt hier folgende soziale und klimapolitische Maßnahmen vor. Zum einen eine monatliche Entlastung von 125 Euro für alle mittleren und unteren Einkommen plus 50 Euro pro weiteres Haushaltsmitglied. Das halten wir für dringend notwendig, weil die Einmalzahlungen doch sehr verpuffen und wir einen dauerhaften Ausgleich brauchen, gerade für die Menschen, die von Sozialleistungen leben, die sehr geringe Einkommen haben. Zweitens, die aktuelle Situation in den Regionalzügen zeigt die Notwendigkeit und auch den Bedarf. Viele Menschen können überhaupt seit Jahren mal wieder Verwandte besuchen, weil sie sich das vorher aufgrund der hohen Fahrpreise einfach nicht leisten konnten. Wir sind der Meinung, wir brauchen dauerhaft günstige Preise mit dem Ziel, hin zum Nulltarif zu kommen. Was wir aber natürlich auch brauchen, ist ein Ausbau des ÖPNV. Wir sehen, die Kapazitäten reichen überhaupt nicht aus. Das heißt, wir müssen Regionalzüge ausbauen. Wir brauchen die Reaktivierung von stillgelegten Strecken und Bahnhöfen, um die Nachfrage eben auch der auch nachzukommen. Und außerdem braucht es eine Umverteilung. Wir brauchen eine Übergewinnsteuer, die fordern wir. Haben die linksregierten Länder jetzt auch in den Bundesrat eingebracht. Das brauchen wir dringend, um weitere Entlastungspakete zu finanzieren. Und wir sind der Meinung, wir brauchen einen Mietendeckel, dass immer mehr Menschen angesichts der hohen Mieten kaum noch in den Innenstädten sich die Mieten leisten können, ist ein riesiges Problem. Und an der Stelle wollen wir Druck auf die Ampel machen. Auch gerade mit Blick auf den Herbst, die Verteilungskämpfe werden schärfer werden. Der Bundesfinanzminister hat angekündigt, dass nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll. Ja, das wird alles dazu führen, dass es härtere Verteilungskämpfe gibt, auch gerade wenn die Preissteigerungen so weitergehen. Ja, meine Damen und Herren, am kommenden Wochenende findet außer dem Bundesparteitag der Linken noch eine weitere wichtige Konferenz statt, nämlich der G7-Gipfel in Elmau. Und da soll das Thema Welthunger und Klimawandel im Zentrum stehen. Das heißt also, die Hauptverursacher und Hauptprofiteure globaler Probleme wie der Klimakrise, Ressourcenknappheit und Ungleichheit beraten im kleinen Kreis das Schicksal der Welt. Also genau die Länder, die sich seit Jahren weigern, wirklich konsequente Schritte zu gehen gegen den Welthunger und für die Einhaltung der Klimaziele. Und dieser G7-Gipfel könnte wichtig sein, wenn die Staaten, die tatsächlich die Macht dazu haben, beraten würden, wie man die Probleme tatsächlich lösen können. Weil natürlich sind es die reichen Industriestaaten, die Möglichkeit haben, den Hunger zu bekämpfen in der Welt. Das ist eine politische Entscheidung, das nicht zu tun. Alle 10 Sekunden stirbt laut UNICEF ein Kind unter 5 Jahren an Hunger, über 250.000 jedes Jahr. Und das hat eben auch damit zu tun, dass bestimmte Maßnahmen nicht ergriffen wurden. Ich will nur sagen, ein Verbot zum Beispiel der Lebensmittelspekulation wäre natürlich dringend notwendig, denn Essen gehört auf den Teller und nicht an die Börse. Und hier sind natürlich gerade die reichen Industriestaaten gefragt. Gleiches gilt für Patente auf Medikamente. Da gab es jetzt ja die Entscheidung zu den Corona-Impfstoffen. Aber natürlich brauchen wir die auch für andere Medikamente, damit Menschen im globalen Süden nicht an leicht heilbaren Krankheiten
Krankheiten sterben. Und natürlich geht es auch beim Klima darum, dass eben gerade die reichen Staaten, die einen großen Teil der CO2-Emissionen verursachen, da drastische Maßnahmen treffen, um die Erderwärmung zu begrenzen, damit eben die Staaten des globalen Südens auch eine Perspektive haben. Deswegen muss hier im Thema Klimaschutz viel mehr gemacht werden. Wir brauchen den Ausstieg aus den fossilen Energien. Wir brauchen eine Mobilitätswende weltweit. Das sind die Themen, die in Elmau diskutiert werden müssten. Am vergangenen Wochenende fanden Wahlen statt, zu denen ich mich auch kurz äußern möchte. Zum einen der Blick nach Frankreich und das Ergebnis der Linksallianz NUP. Das ermuntert uns natürlich sehr. Ein Stimmenanteil von 31%, 149 Sitzen der Nationalversammlung zeigen, wozu eine geeinte Linke fähig ist. Ich gratuliere den Genossinnen und Genossen in Frankreich ganz herzlich und natürlich Jean-Luc Mélenchon zu diesem großartigen Wahlergebnis. Dieses Ergebnis ist natürlich eine Niederlage für Präsident Macron und für seine Bewegung. Er hat es nicht geschafft, die sozialen Probleme im Land anzugehen, den Menschen eine soziale Perspektive zu geben. Ganz im Gegenteil, viele Menschen haben die Zeit, die Regierungsjahre Macrons sogar als Verschlechterung ihrer Lebenssituation erlebt. Und was jetzt angekündigt ist an Rentenreformen, macht den Menschen dort zu Recht Angst. Und die Linksallianz hat mit ihren Vorschlägen für einen sozial-ökologischen Umbau des Landes, also die Forderung nach Erhöhung des Mindestlohns, die Schaffung grüner Arbeitsplätze, damit hat NÜB wirklich eine Alternative aufgezeigt und konnte für viele Menschen ja eine wählbare Alternative sein, die in den letzten Jahren sich vielleicht eher abgewandt haben von der Politik. Und ich finde, wenn man sich anschaut, welche großartige Kandidatinnen und Kandidaten jetzt gewählt wurden ins französische Parlament, dann zeigt das, dass es wirklich eine Selbstermächtigung auch ist, dass Menschen aus prekärer Beschäftigung, Menschen mit Migrationsgeschichte jetzt ins französische Parlament gewählt worden. Ich will nur eine nennen, Rachel Quequet, die jetzt ein Mandat gewonnen hat gegen eine ehemalige Ministerin, eine Frau, die 22 Monate lang einen Streik von Reinigungskräften in einem Luxushotel organisiert hat. Das heißt also, sie selber als Reinigungskraft sich dieser Bewegung angeschlossen hat und jetzt ins französische Parlament eingezogen ist. Das ist großartig und es gibt viele solche Abgeordnete jetzt für NÜB und das macht uns natürlich sehr hoffnungsfroh. Deswegen herzliche Glückwünsche und Grüße nach Frankreich. Glückwünsche auch nach Kolumbien an den neugewählten Präsidenten Gustavo Petro und an die Vizepräsidentschaftskandidatin, die Menschenrechtsaktivistin Francia Márquez und ihr Wahlbündnis Historischer Pakt. Historisch ist das Ergebnis auf jeden Fall für Kolumbien, weil die Linke ja es erstmal geschafft hat, in einem Land zu gewinnen, das bisher immer rechts- oder rechtskonservativ regiert wurde. Petro steht für den Abbau von sozialer Ungerechtigkeit, er steht für Umverteilung, er will Unternehmen stärker besteuern, er will die Zusammenarbeit zwischen lateinamerikanischen Ländern stärker voranbringen, die Ressourcenausbeutung einschränken und das Friedensabkommen von 2016 endlich umsetzen. Dafür wünschen wir alles Gute und es ist ja generell ein ermutigendes Zeichen, die da aus Lateinamerika kommen. Das ist jetzt die Wahl von Petro, aber das war auch die Wahlen in Honduras oder in Chile, wo mit Boric zum ersten Mal wieder ein linker Präsident gewonnen hat und es stehen ja auch noch Wahlen in Brasilien bevor. Etwas lokaler, aber genauso erfreulich ist ein Wahlergebnis, das ich auch erwähnen möchte. Nämlich am Sonntag, gestern hat die Bürgermeisterwahl in Bernau stattgefunden und da hat der Kandidat der Linken deutlich gewonnen. André Stahl ist wiedergewählt worden in das Amt mit 64%. Unseren herzlichen Glückwunsch nach Brandenburg. Ja, meine Damen und Herren, am kommenden Wochenende findet der Bundesparteitag der Partei Die Linke statt in Erfurt. Da geht es um die Neuwahl des Parteivorstandes, da geht es auch um die eine oder andere inhaltliche Frage und vielleicht nur ein kurzer Ausblick darauf. Ein wichtiges Thema wird natürlich die Außenpolitik sein, der Krieg in der Ukraine. Dazu gibt es ja auch den Leitantrag des Parteivorstands. Wichtig ist mir noch mal zu sagen, Die Linke ist konsequente Friedenspartei. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Der verbrecherische Angriffskrieg
gegen die Ukraine ist Ausdruck imperialer Großmachtsbestrebungen Russlands. Wir verteidigen die Menschenrechte überall, weil sie universal gelten. Und unsere Solidarität gehört natürlich der ukrainischen Zivilbevölkerung, Menschen, die Angst um ihr Leben haben, die fliehen mussten, deren Familien auseinandergerissen wurden, die verletzt sind. Denen gilt unsere Solidarität. Für uns ist aber klar, der Weg zu Frieden führt über Abrüstung und Diplomatie, nicht über Krieg und Aufrüstung. Deshalb kritisieren wir in dem Antrag natürlich das 2% Aufrüstungsziel der NATO und das Sondervermögen der Bundeswehr, wo es ja eben nicht nur um Ausrüstung geht, wie gerne gesagt wird, nicht um warme Unterwäsche, sondern um atomwaffenfähige Kampfflugzeuge und um die Bewaffnung von Drohnen. Das lehnen wir ab. Wir wollen Initiativen für Abrüstung, für Zusammenarbeit, für eine weltweite Friedensordnung und deswegen sind wir auch gegen Waffenexporte und das ist in dem Antrag des Parteivorstands auch deutlich so. Es geht auch um den Leitantrag zum Thema sozialökologischer Umbau. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels bleibt zentrale Aufgabe ohne Wenn und Aber. Wir erleben ja gerade auch wieder angesichts der Waldbrände in Brandenburg, wie dramatisch sich Dürren auswirken können, wie dramatisch sich Hitzewellen ausweiten können. Und deswegen ist für uns natürlich vollkommen klar, dass der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen dringende, auch eine soziale Frage ist. Wir wollen soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz verbinden, indem wir Vorschläge machen, wie man die Gesellschaft und die Wirtschaft demokratisch und sozial umbauen kann. Und wir wissen, dass unter den Folgen des Klimawandels ganz besonders die Armen leiden. Und für uns ist natürlich klar, wir wollen Industriearbeitsplätze erhalten, wir wollen sie nachhaltig machen, weil wir brauchen natürlich Industriearbeitsplätze, um Windräder zu bauen, um die Verkehrswende voranzubringen und wir brauchen soziale Garantien, auch um die Ängste, die mit der Transformation verbunden sind, abzubauen. Und natürlich geht es bei diesem Parteitag auch um die Strukturen der Partei. Die Partei ist letztes Jahr 15 Jahre alt geworden, also letztes Jahr 15. Geburtstag, ist ja immer nicht so ein ganz einfaches Alter mit so 15. Da haben wir natürlich uns damals Strukturen gegeben bei der Gründung, die es jetzt auch zu überprüfen gilt, also Stichwort nur Größe des Vorstandes oder eben auch die eine oder andere innerparteiliche Struktur, weil wir haben ja damals zwei Parteien miteinander vereint, heute sind wir zusammengewachsen, wir haben so viele Mitglieder, die überhaupt noch nicht Mitglied waren bei der Parteigründung, sodass wir eben auch Strukturen hinterfragen müssen und besser machen müssen. Auch dazu gibt es ja Anträge, wie eben zum Beispiel die Verkleinerung des Parteivorstands. Ja, soweit. Gut, dann besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Frau Palzer. Was sagen Sie denn zu der Möglichkeit, dass man Spargelessen mit dem Kanzler jetzt kann und dafür 15.000 Euro zahlen muss? Können Sie mir kurz auf die Sprünge helfen? Hat das was mit, ich weiß, ich kenne die Spargelfahrt der Seeheimer, aber. Also es gibt eine Einladung, dass man mit dem Kanzler Scholz ein Spargelessen machen kann. Es lief über den Seeheimer Kreis und die Einladungskarte kostet aber 15.000 Euro. Also Verdacht ist halt Sponsoring, dass man sich da quasi den direkten Kontakt zum Kanzler erkauft. Ui. Das kannten wir ja noch von Steinbrück. Ich glaube, der hat 20.000 den Abend gekostet. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass solche Sponsoring-Sachen inakzeptabel sind und bei Menschen, die öffentliche Ämter haben, völlig inakzeptabel. Ein Spargelessen mit dem Bundeskanzler, 15.000 Euro, wo dann das Geld an, weiß ich nicht, Seeheimer Kreis oder die Fraktion, die Partei geht, das finde ich, geht überhaupt nicht. Ich will nur kurz anmerken, dass ich letzte Woche übrigens auf den Spargelfeldern in Mecklenburg-Vorpommern war und dort mit einer Initiative, einer Gewerkschaft, Beratungsinitiative mir angeschaut habe, wie die Arbeitsbedingungen sind der Saisonkräfte auf den Spargelfeldern. Deswegen, wenn Sie jetzt die 15.000 Euro erwähnen und ich gerade letzte Woche dort war und mir angeschaut habe, wie die Saisonkräfte unter welchen Bedingungen die dort arbeiten, nämlich zu Mindestlohnbedingungen, die noch teilweise unterlaufen werden mit einem Tag Kündigungsfrist und unter schwierigen Bedingungen in den Unterkünften, finde ich diese
diese Preisklasse dann für ein Spargelessen noch besonders bemerkenswert. Aber wie gesagt, wir sind der Meinung, sowas geht nicht. Wir sind der Meinung, dass Formen der Partei, dass ja Parteispenden sowieso durch Unternehmen verboten werden sollten, aber dass auch solche Formen des Sponsorings, 15.000 Euro für ein Spargelessen mit dem Bundeskanzler, das ist natürlich vollkommen inakzeptabel. Und ich will das auch für mich persönlich sagen, dass ich ja keinerlei Nebentätigkeiten habe und sowas auch komplett ablehne, weil ich der Meinung bin, Abgeordnete, die sollten sich auf ihr Mandat und konzentrieren. Und die Diäten sind hoch genug, beziehungsweise die Bezüge eines Bundeskanzlers. Ja. Herr Bochum. Ich habe zunächst mal zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf Ihre Kritik am G7-Gipfel immer. Was genau kritisieren Sie da eigentlich? Also Sie haben ja selbst gesagt, es sind die Staaten, die für die Zerstörung der Umwelt und für den Hunger mitverantwortlich sind. Das ist ja, kritisieren Sie, dass Sie sich treffen, oder kritisieren Sie die möglichen unzureichenden Maßnahmen, die es ja noch nicht gibt, die ja noch nicht beschlossen wurden, oder kritisieren Sie die Vergangenheit? Das wäre die Frage zum G7-Gipfel. Und die zweite Frage, die geht schon so ein bisschen in die Richtung Parteitag. Da gibt es ja offensichtlich sehr unterschiedliche Standpunkte darüber, wie man in Zukunft mit Russland umgehen soll. Es gibt Ihrerseits in Ihrem Papier eine sehr klare Positionierung, was die Verurteilung des Krieges betrifft. Aber wenn ich es nicht überlesen habe, ein klares Wort dazu, wie man mit Russland künftig umgehen soll, habe ich bei Ihnen nicht gefunden. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen. Na, zu der ersten Frage, also was wir kritisieren bei den G7-Gipfeln, sowohl dem jetzigen als auch denen in der Vergangenheit, dass sie oft medienwirksame Bilder produziert haben, aber wenig konkrete Maßnahmen. Und was wirklich beim G7-Gipfel dringend besprochen werden müsste, sind eben wirklich reale, umsetzbare Maßnahmen eben zur Bekämpfung des Hungers. Ganz praktisch, wenn die deutsche Bundesregierung zum Beispiel zur Bekämpfung des Hungers stärker beitragen will, dann müsste man ja die Mittel für die Hungerbekämpfung und für die Entwicklungszusammenarbeit im Haushalt aufstocken. Jetzt war es so, dass beim ersten Entwurf des Haushalts sogar eine 12-prozentige Kürzung vorgesehen wurde. Die ist jetzt für dieses Jahr nochmal ausgeglichen worden. Aber eigentlich müsste man ja angesichts der derzeitigen Situation und gerade aufgrund der sich verschärfenden Hungerkatastrophen, jetzt auch aufgrund des Ukraine-Krieges, aufgrund der Dürren, müsste man ja die Mittel für Hungerbekämpfung enorm aufstocken. Und wenn man sich dann anschaut, dass eben ein 100-Milliarden-Paket gemacht wird für die Bundeswehr, aber im Bereich Hungerbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit man doch sehr knauserig ist und die Mittel sind immer noch weniger Mittel als im letzten Jahr, dann ist das eine konkrete Kritik. Weil man hatte sich ja eigentlich mal darauf verständigt, dauerhaft 0,7% des Bruttoinlandsprodukts und für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Und das hat man jetzt mittlerweile fast erreicht. Das liegt aber auch daran, dass da jede Menge Ausgaben mit eingerechnet werden, die vorher auch zum Teil nicht mit eingerechnet wurden. Das ist zum Beispiel konkret. Dann habe ich gesagt, notwendig finde ich wirklich die Spekulation mit Lebensmitteln zu verbieten. Es ist notwendig, Schuldenerlass zu machen für ärmere Länder. Es ist notwendig, die Patente freizugeben, damit leicht heilbare Krankheiten nicht zum Tod führen müssen. Es ist notwendig, die Ausbeutung der Ressourcen in den Ländern des globalen Südens zugunsten westlicher Konzerne zu beenden. Und gerade beim Klimawandel, da sind natürlich die reichen Staaten selber in der Pflicht, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Also für Deutschland ganz praktisch. Ich meine, allein ein Tempolimit würde uns 2 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr einsparen. Das ist nicht die Masse, aber das ist ja quasi eine sehr, sehr einfache, kostenlose Einsparung von CO2. Das wäre eine dringend notwendige Maßnahme, die Verkehrswende durchzusetzen, der Ausstieg aus den fossilen Energien. Also all das wären dringende Notwendigkeiten, die man bräuchte. Von daher kritisieren wir, dass die G7 zum einen natürlich die Frage ist, also das sind halt die Staaten, die für die großen Probleme mitverantwortlich sind. Ist es demokratisch, dass die über die Geschicke der Welt entscheiden? Aber wir kritisieren natürlich vor allem die Inhalte und dass es dort keine konkreten Initiativen gibt. So, zum Thema Russland. Wir haben ja den Antrag vorgelegt, wo wir sehr deutlich machen, natürlich die Verantwortung für diesen Krieg trägt Russland, trägt Putin. Natürlich hat jeder Konflikt auch eine Vorgeschichte, die sehen wir auch. Und unsere Kritik an der NATO-Osterweiterung und anderem bleibt natürlich.
aber das ist keine Entschuldigung, das ist keine Rechtfertigung. Putin hat den Angriff auf die Ukraine damit begründet, dass die Ukraine kein Recht auf Staatlichkeit hätte und das ist imperialistisch, das sind Großmachtfantasien, das lehnen wir ab. Wie zukünftig mit Russland umgehen? Naja, also ich glaube, am Ende wird dieser Krieg in irgendeiner Form am Verhandlungstisch beendet werden. Die Frage ist eben, wie lange das dauern wird und im Moment finden ja auch Gespräche, immer wieder diplomatische Gespräche statt mit Putin. Das wird auch gar nicht anders gehen und das muss alles daran gesetzt werden, eben den diplomatischen Druck so so aufzubauen, dass es am Ende zu einer Verhandlungslösung kommt. Aber natürlich wird man, wenn das die Frage war, natürlich wird man mit Putin und mit Russland verhandeln müssen, um eine Lösung in diesem Konflikt herbeizuführen. Und das tun ja auch Macron und andere, die ja dauerhaft dann natürlich auch in Gesprächen sind. Frau Schmidt-Rauschmann. Vielen Dank, Schmidt-Rauschmann von der dpa. Ich habe zwei Fragen. Das eine bezieht sich auf die von Ihnen genannten Entlastungen, die geforderten. Das fordern Sie ja nicht zum ersten Mal und auf der Ampelseite scheint sich auch einiges zu bewegen. Die Linken fordern das jetzt auch. Führen Sie das auf Ihre Initiative zurück? Und haben Sie mal durchgerechnet, wie viel die von Ihnen geforderten Entlastungsprogramme kosten würden? Speziell jetzt diese 150 Euro im Monat, das ist ja ein ganz schöner Batzen. Die zweite Frage bezieht sich auf die von Habeck angekündigten Energieeinsparungen bzw. die Abkehr vom Gas. Würden Sie eine Absenkung der Raumtemperatur von 22 auf 19 Grad mittragen? Halten Sie das für erträglich? Tragen Sie auch die jetzt angestrebte Umstellung oder Rückkehr zu Kohlekraft mit? Dankeschön. Ja, also zum einen, die Kritik an den Entlastungspaketen war ja deutlich breiter als die Linke. Von daher, wir haben das kritisiert, aber das haben ja auch die Sozialverbände und die Gewerkschaften kritisiert, dass dort einfach bei den Entlastungspaketen es mehrere Probleme gibt. Zum einen sind sie sozial unausgewogen, zum anderen sind sie klimapolitisch zum Teil falsch und sie beziehen eben auch nicht alle mit ein. Und ich meine, was wir jetzt machen, ist ja wirklich einen Vorschlag zu machen, eben auch zur Gegenfinanzierung, dass wir sagen, wir wollen die Übergewinnsteuer, die es eben in anderen Ländern gibt, die in anderen Ländern diskutiert werden und dass es dort eben die Möglichkeit gibt, dann eben auch Entlastungen zu finanzieren. Das haben wir vorgeschlagen. Wir haben das auch, gibt ja einen Antrag auch der Bundestagsfraktion dazu. Ich denke, hier brauchen wir Druck, um das zu finanzieren. Aber natürlich geht es hier um mehrere Milliarden. Ich denke, das Sondervermögen für die Bundeswehr hat ja gezeigt, dass man Geld mobilisieren kann, wenn man das will. Diese mehreren Milliarden, die wollen wir eben durch die Übergewinnsteuer da auch reinholen. Das ist die Frage ein bisschen der Ausgestaltung. Es gibt ja aus Italien da eine Idee, dass man da 25% die Besteuerung ansetzt. Und da werden wir, also gibt es ja jetzt auch einen Vorschlag nochmal im Bundesrat dazu. Zur Frage Habeck und Energieeinsparungen. Ich denke, dass wir zu Energieeinsparungen natürlich kommen müssen. Die Bundesnetzagentur versucht ja jetzt auch gerade da Notfallpläne zu machen für die Industrie, also auch quasi welche Prioritäten gibt es. Natürlich ist vollkommen klar, dass ein Gasembargo, was wir ja auch nicht fordern, die deutsche Wirtschaft und natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher hart treffen würde und eben gerade auch im Bereich der Industrie größte Probleme herauffordern würde, was die Absenkung der Raumtemperatur angeht. Also finde ich schwierig jetzt mit Blick auf die Lebenssituation von Menschen und eine Verlängerung von Kohlekraft, aber auch von Atomkraft lehnen wir selbstverständlich ab. Das ist ja man löst ja nicht das eine Problem, indem man weitere verschärft. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen und zwar dringend. Und dazu müssen eben diese großen großen Mindestabstände in den Ländern endlich weg. Ja, also diese 10-H-Regelung, die es zum Teil in Bayern gibt, dazu müssen aber auch wirklich die Landesentwicklungspolitik
Handlungspläne nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, weil das eben zum Teil wirklich die Verhinderungsplanung für Windkraftausbau ist, beispielsweise bei den Mindestwindgeschwindigkeiten oder eben auch bei den Abständen. Ich finde, da muss man ran und da muss man schauen, wie man den Ausbau der Windenergie und der Solarenergie, wie man die beschleunigen kann. Da ist in den letzten Jahren viel falsch gelaufen und das ist für mich der Ansatzpunkt, wo wir hin müssen. Energieeinsparung natürlich auch, aber vor allem eben Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie sind hier. Herr Bochum nochmal. Ja, direkt zum Parteitag. Sie haben vorhin gesagt, dass neben den Personalentscheidungen die eine oder andere inhaltliche Frage zu diskutieren sei. Das scheint mir von außen betrachtet etwas untertrieben zu sein, weil von außen betrachtet wirkt es eher so, als ob es ums Ganze ginge und als ob mehrere Züge bei den Linken aufeinander zufahren und niemand in irgendeiner Form das in der Hand hat, das zu verhindern und es dann irgendwie zum großen Knall kommt und mal sehen, was hinterher dabei rauskommt. Oder ist das eine Darstellung, die Sie von innen nicht haben? Das sollte meinerseits überhaupt nicht profan klingen, was wir da am nächsten Wochenende zu tun haben, wenn das so rüberkommen sollte. Nein, natürlich, es geht bei diesem Parteitag um sehr, sehr viel. Also die Linke ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Lage ist sehr ernst und dieser Parteitag findet in dieser schwierigen Gemengelage statt. Und der Parteitag hat natürlich eine ganz wichtige Aufgabe. Wir werden nicht alle Probleme lösen können bei diesem Parteitag, ja, weil in 3 Tagen wird man das nicht schaffen. Aber wir müssen natürlich die Weichen stellen dafür, dass die Linke wieder klare Botschaft nach vorne stellt, mit einer Stimme spricht und wieder erfolgreich sein kann und dass es bei diesem Parteitag um richtig viel geht. Ich glaube, das ist auch allen klar und für mich sind die Kernpunkte eben, das meinte ich mit einigen inhaltlichen Fragen, die zu klären sind, ist wirklich den Punkt Soziales, Ökologie, das zusammenzubringen, zu sagen, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit, wir wollen beim Klimaschutz Vorschläge machen, die deutlich machen, dass die Kosten und die Lasten gerecht verteilt werden müssen, dass es soziale Garantien braucht, dass wir das nicht gegeneinander diskutieren, sondern das zusammenführen. Ich habe ja gesagt, bei der Frage der Außenpolitik finde ich wichtig, dass wir nochmal sehr deutlich machen, wir messen nicht mit zweierlei Maß, sondern wir lehnen Angriffskriege immer ab. Wir verteidigen die Menschenrechte. Wir sind eine konsequente Friedenspartei, eher auch in Opposition zu den jetzigen Aufrüstungsplänen. Das finde ich, müssen wir deutlich machen. Und dann, wie gesagt, ein paar Fragen auch die Fragen irgendwie zu Parteistrukturen, aber natürlich, dieser Parteitag hat sehr, sehr wichtige Entscheidungen zu treffen und alle sind in der Verantwortung, dass es ein guter Parteitag wird und wir werden dort auch miteinander ringen und das eine oder andere auch strittig miteinander diskutieren. Am Ende wird dieser Parteitag Entscheidungen treffen und er wird sie mit Mehrheit treffen und danach sind alle aufgefordert, diese demokratischen Beschlusslagen dann zu akzeptieren und in diesem Sinne wieder nach vorne zu gehen. Ja. Sie sind ja die Parteivorsitzende und Sie haben sicherlich sehr viele Gespräche in den letzten Wochen geführt. Was ist denn Ihr Gefühl? Haben Sie den Eindruck, dass die Kompromissbereitschaft wächst? Es werden ja unendlich viele Papiere geschrieben, Unterschriften gesammelt und so weiter. Die Kandidatenlisten allein für den Parteivorsitz ist lang, vorsichtig ausgedrückt. Haben Sie den Eindruck, dass trotzdem, so wie Sie das gesagt haben, die meisten erstens den Ernst der Lage verstanden haben und zweitens aber dann darauf verzichten, mit Gewalt den eigenen Standpunkt durchzusetzen und kompromissbereit sind. Was sagt so Ihr Gefühl nach den Gesprächen, die Sie geführt haben? Ja, mein Eindruck ist, zum einen hatten wir am Wochenende Parteivorstandssitzung gehabt und da haben wir ja wirklich die Antragslage nochmal sehr sortiert. Also es gibt ja sehr, sehr viele Anträge jetzt für den Parteitag und wir haben sehr viele Anträge übernommen, teilübernommen und da wirklich nochmal auch an den Anträgen gearbeitet. Da habe ich auch im Parteivorstand, war da wirklich natürlich eine Stimmung in die Richtung gehen, wir müssen hier zu einer breiten gemeinsamen Grundlage kommen. Und ich war jetzt selber ja unterwegs die letzten 1,5 Wochen in den ostdeutschen Kreisverbänden. Da habe ich wirklich überall gehört, ja, wir müssen doch die Gemeinsamkeiten nach vorne stellen und diese Partei, die jetzt gerade 15 Jahre alt geworden ist, die auch in ihrer Pluralität erhalten, um trotzdem mit einer Stimme zu sprechen. Also mein Eindruck ist schon, dass in der Partei sehr klar ist,
um was es hier geht und was auf dem Spiel steht. Angesichts der schwierigen Situation ist das schon mein Eindruck. Und natürlich werden die nächsten Tage auch noch einige Diskussionen geführt, wie mit Anträgen umzugehen ist und so weiter. Aber am Ende bin ich zuversichtlich, dass wir zum Beispiel den Antrag sozialökologischer Umbau, da glaube ich, werden wir den mit sehr, sehr großer Mehrheit werden wir den beschließen. Dazu gab es Änderungsanträge, die den Antrag zum Teil besser auch kommen. Also die wir angenommen haben, wo wir der Meinung waren, das macht den Antrag jetzt auch wirklich nochmal besser. Da glaube ich, werden wir eine breite Mehrheit dafür kriegen. Und bei der Außenpolitik würde es die eine oder andere Frage geben, die wir strittig diskutieren, zum Beispiel die Frage der Sanktionen. Und das wird der Parteitag diskutieren und entscheiden. Hatten am Anfang gesagt, dass Sie eine monatliche Entlastung für, ich glaube, die Formulierung war mittlere und kleine Einkommen mit 125 Euro plus 50 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied in die Diskussion bringen oder fordern wollen. Gibt es da eine Grenze? Also was sind mittlere und kleinere Einkommen? Ja, wir müssen sehen, dass wir die Menschen entlasten, eben die in diese Kategorien fallen. Da werden wir jetzt die Tage noch mal konkreteres vorschlagen, auch noch mal mit der Frage der Finanzierung. Aber klar ist natürlich, es geht primär um die sage ich mal, untere Hälfte der Bevölkerung, ja, also die Menschen, die eben wirklich durchschnittliche mittlere Einkommen, geringe Einkommen haben, die wollen wir an der Stelle entlasten. Und die Grenze müssen wir, wird man nach den Steuersätzen, also nach der Frage der Steuerpflichtigkeit natürlich berechnen müssen. Also Sie werden da nochmal irgendeine Zahl nachliefern oder wollen Sie es so vage lassen? Nein, wir werden diese Initiativen entwickeln, auch mit Blick auf den Herbst, wo wir jetzt diskutiert haben, dass wir mit Blick auf den Herbst nochmal mit konkreten Initiativen nach außen gehen, um eben wirklich eine Entlastung dorthin zu kriegen. Und dort werden wir jetzt nochmal insbesondere durchrechnen die Frage Übergewinnsteuer, um eben die Entlastung da auch gegenüberzustellen. Und da werden wir noch einen Vorschlag machen, wie genau die Einkommensgrenze ist. Weil uns geht es natürlich darum, jetzt nicht alle mit der Gießkanne zu entlasten, die es nicht brauchen, aber es geht darum, und das ist ein bisschen schwierig natürlich, weil es geht eben auch nicht nur darum, die zu entlasten, die jetzt im Hartz-IV-Bezug sind oder aufstocken, weil wir eben gerade das Problem haben, dass diese unteren Einkommen, ja, die eben gerade überhalb der Grenze liegen, dass sie Grundsicherung bekommen könnten oder Wohngeld beantragen können, ja, oder eben auch die Durchschnittsverdiener mit Familie mit Kindern, dass wir für die eben auch eine Entlastungsmöglichkeit finden müssen, ja, und weil die natürlich deren Einkommen auch aufgefressen werden. Dann habe ich noch eine Frage per SMS von Mario Kubina. Wie bewerten Sie den Änderungsantrag der Gruppe um Wagenknecht zu Russland? Erwarten Sie diesbezüglich einen Konflikt auf dem Parteitag? Dieser Änderungsantrag ist gestellt. Da geht es ja darum, einen Teil des Leitantrags, des Textes aus dem Leitantrag des Parteivorstands zu streichen und ihn zu ersetzen. Der Änderungsantrag ist gestellt. Ich werbe dafür, dass diesem Änderungsantrag nicht zuzustimmen, weil ich der Meinung bin, dass die Solidarität, dass wir Solidarität ausdrücken mit der ukrainischen Bevölkerung, die unter den ich bin der Meinung, dass wir die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, die unter diesem Krieg leidet, die in den Luftschutzkellern sitzt, die fliehen musste, die Angehörige verloren haben, diese Solidarität müssen wir natürlich ausdrücken. Es geht natürlich darum, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu verurteilen. Es geht aber auch darum, auch Empathie und Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die gerade alles verlieren, deren Familien auseinandergerissen werden und die auf der Flucht sind. Und diese Solidarität zu formulieren, halte ich für dringend notwendig, dass das in dem Antrag drin bleibt. Auch der Punkt, der ja dann auch gestrichen würde, unsere Solidarität mit Kriegsdeserteuren, mit russischen Kriegsdeserteuren, finde ich auch wichtig, dass das in dem Antrag drinnen bleibt und das auch konkret zu formulieren. Und wir müssen klar benennen, wer verantwortlich ist für diesen Angriffskrieg. Das ist Putin. Und das, was an Kritik an der NATO drinnen da formuliert ist, das ist im Antrag drin, das ist an anderer Stelle im Antrag drin. Ich finde aber schon wichtig, angesichts dieses Krieges in der Ukraine, dass wir auch zu Beginn das sehr, sehr deutlich machen, wo da unsere Solidarität liegt. Herr Bochum. Sind Sie eigentlich für oder gegen Sanktionen?
gegen Russland. Die Position des Parteivorstands und auch der Bundestagsfraktion ist, dass wir gezielte Sanktionen gegen russische Oligarchen zum Beispiel befürworten, dass wir auch Sanktionen gegen den militärisch-industriellen Komplex befürworten. Das ist die Position des Parteivorstands und auch der Bundestagsfraktion. Da haben wir ja eher das Problem, dass diese Sanktionen zum Teil einfach sehr unzureichend, gerade in Deutschland sehr unzureichend umgesetzt werden. Das sind die Sanktionen, die wir für notwendig halten. Darüber hinaus halten wir es natürlich generell für wichtig, möglichst schnell unabhängig zu werden von fossilen Energien. Natürlich war das ein Problem, da in einer Abhängigkeit hineinzulaufen. Aber was die Sanktionsfrage angeht, ist das die Position, die wir ja auch im Leitantrag des Parteivorstands formuliert haben. Gut, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken. Gut, vielen Dank.